Herzlich willkommen, liebe Waage. Ich möchte für dich jetzt einmal schauen, was die Vollmondenergien für den Monat Mai mitbringen. Was wir da schon so sehen können mit den Karten. Ich sehe wie immer nur die Energien, ich sehe keine konkreten Ereignisse. Ne? Wenn ich Beispiele finde, dann behandelt sie bitte auch als Beispiele und nicht als Tatsache. Ne? Weil, wie gesagt, ich sehe nur die Energien. Okay, so, der Vollmond steht diesmal im Zeichen des Skorpions. Das heißt, wir werden sehr viel mit Emotionen zu tun haben. Wir werden uns sehr tief reingraben in Emotionen. Sie werden uns auch überwältigen. Und ja, da gibt es so ein paar Themen, die bei vielen Menschen dann plötzlich aufploppen, die sie vielleicht auch schon acta gelegt haben. Oh, manchmal habe ich echt einen Knoten in der Zunge. So. Und der Vollmond im Mai wird auch umgangssprachlich Blumenmond genannt. Und das fand ich so schön, das Bild. Dieses Bild von einer Blumenwiese in der Nacht und der Vollmond scheint drauf. Das ist wirklich, das wollte ich gerne mit euch teilen. So, diese Legung wird ein bisschen intuitiver, weil ich vorher schon so viele Bilder und Eingebungen hatte. Und die auch nutzen möchte. So, 10 der Stäbe, 9 der Münzen, 5 der Kelche und der Herrscher. Okay, das wird schwierig. Wir haben hier einmal, also erste Karte ist gleich die Karte der Last. Es wird sich irgendwas schwierig anfühlen. Hier ist irgendwas gemacht worden und es kommt nichts zurück. 5 der Kelche, auch schwierig. Da wird um verschüttete Milch geweint und den Herrscher. Hier wird irgendwie schwierig. Sehr schwierige Energie. 10 der Stäbe ist in der Regel immer eine Karte, da ist irgendwas belastend gewesen oder es ist gerade irgendwas belastet. Es kann, wie gesagt, ich habe gerade schon erwähnt, die Emotionen werden uns alle überwältigen oder beziehungsweise die Emotionen werden nochmal deutlicher. Selbst Menschen, die ihre Emotionen immer schön zur Seite schieben, die werden von denen wie so eine Tsunamiwelle überflutet und es kann sein, dass sich das schwierig und belastend anfühlt. Es gibt auch Leute, die plötzlich alte Kamellen auf den Tisch holen, plötzlich einen Ex-Freund, der plötzlich anruft und über einen Streit von vor 15 Jahren diskutieren möchte, weil ihn das irgendwie nicht losgelassen hat und er jetzt das Gefühl hat, er muss das aufarbeiten. So, sowas in der Art, da könnt ihr euch alle drauf einstellen. So, auch Streitereien können da noch mal ein bisschen mehr eskalieren, weil die Leute einfach ja generell einfach feinfühliger, dünnhäutiger sind, kurze Zündschnur. Von daher mach dich drauf gefasst. Ne? Auch bei dir kann das sein, dass sich das hier so anfühlt. Ich habe hier gleichzeitig aber auch eine Stimmung, dass du das Gefühl hast, ja, ich habe eigentlich mehr verdient als das, was ich gerade habe. Ich habe viel mehr verdient. Ich habe so viel investiert und nie kommt was zurück. Es kann auch sein, dass du hier so ein bisschen dass du auch so ein bisschen zu tun hast mit Ex-Freunden, Ex-Beziehungen, die einfach irgendwie plötzlich wieder wehtun. Und dann merkst du, okay, diese Wunde ist nie richtig verheilt. Sie hat immer nur so ein bisschen, sie war so im Verborgenen, im Dunklen. Ich habe sie nicht richtig mitgekriegt, aber sie ist nicht geheilt. Das ist so ein bisschen das Ding. Mit den Skorpionenergien haben wir aber auch so eine Energie, wo Heilung wieder mehr in den Vordergrund tritt. Also es kann sein, dass da alte Wunden plötzlich aufbrechen und wie so ein Fieber über dich kommt. Du hast da plötzlich wieder mit diesem Trennungsschmerz zu tun. Du hast generell mit diesem Liebeskummer wieder zu tun, obwohl die vielleicht die Beziehung 10 Jahre zurückliegt und dann merkst du, okay, diese Wunde ist ewig nicht geheilt und sie war nur im Dunkeln, sie ist nicht geheilt, aber sie hat weiterhin wehgetan, immer so ein bisschen gezwickt, auch im Alltag, ne? So, und jetzt merkst du, okay, jetzt bricht diese Wunde auf, der Eiter kommt raus, es ist eine Erstverschlechterung, Fieber etc. pp. Und dann fängt sie an zu heilen. Das muss ich dir deutlich sagen, ne? Die fängt dann an zu heilen, weil du merkst, diese Emotionen wurden noch nicht richtig bearbeitet. So, das ist das Schöne. Das sehen wir in diesen 3 Karten. Und was wir in dieser Karte sehen, ist die Heilung. Du kriegst wieder Oberhand. Du bist wieder derjenige, der das bestimmt und der darüber, der damit klarkommt. Du merkst einfach, okay, das ist eine Wunde, die hat mich irgendwie die ganze Zeit schon gestört. Vielleicht hat die mich auch im Alltag irgendwie behindert, vielleicht oder gehindert, irgendwelche anderen Sachen zu machen. Ich habe ein Vertrauensproblem zum Beispiel, ne? Einfach, ich weiß gar nicht woher, ne? Und dann merkst du, okay, das war diese Beziehung von vor 10 Jahren, die irgendwie nicht richtig abgeheilt ist. So, gucken wir mal weiter. Ja, und das gibt dir tatsächlich neue Chancen, diese Heilung.
Also diese Heilung, wie gesagt, das wird anstrengend. Das wird auch nochmal wehtun und das ist richtig, richtig anstrengend. Das muss ich jetzt deutlich sagen. Das Schöne ist aber, diese Anstrengung wird relativ zeitlich begrenzt sein. Selbst wenn wir so eine Anstrengung haben, da braucht ihr keine Angst vor haben. Es ist wie so ein reinigendes Gewitter, ne? Es wird euch mal einen Nachmittag richtig schlecht gehen. Und abends merkt ihr, okay, ich bin irgendwie schon wieder erleichtert. Es fängt an zu heilen, ne? Drei der Münzen, hier wird was auf den Prüfstand gestellt. Es kann sein, dass dich das auch so ein bisschen erschüttert in deiner eigenen Lebensplanung, in deiner eigenen Sicht auf die Welt und dass du irgendwie das Gefühl hast, okay, wenn das jetzt schon so schlimm war, was kommt da noch? Oder vielleicht hast du auch das Gefühl, okay, ich muss nochmal andere Sachen auf den Prüfstand stellen. Ne? Wir haben hier gleichzeitig aber auch so zwei sehr gegensätzliche Energien mit dem Wagen und dem Mond. Hier wird sich plötzlich auf den Weg gemacht, so von wegen alles neu, das, ich will das Alte gar nicht mehr. Ich renne sofort los und mache mich auf den Weg und gleichzeitig, oh, ich traue mich nicht. Ich traue mich überhaupt nicht, mich jetzt auf den Weg zu machen. Oh, das ist alles zu viel und ich will das gar nicht. Schwierige Energie, ganz schwierige Energie. Da musst du wirklich ein bisschen aufpassen, wie du dich da entscheidest. Ich habe auch das Gefühl, das ist so ein bisschen wie so ein Wechselbad der Gefühle, heiß, kalt, alles gleichzeitig und es ist ganz, ganz schwierig. Ich hatte tatsächlich mal, ich bin auf der Arbeit fast mal umgekippt. Ich bin fast ohnmächtig geworden. Das Ding ist halt, mir wurde plötzlich eiskalt und ich habe geschwitzt ohne Ende und ich hatte das Gefühl, meine Haut glüht. Und dieses Gefühl, also dieses auf der einen Seite frieren und zittern und gleichzeitig ist die knallheiß. So dieses Gefühl habe ich hier gerade in diesen beiden Karten mit drin, ne? Und dieses, oh je, gleich passiert was. Ich weiß gar nicht. Auf der einen Seite ist mir heiß, auf der anderen Seite ist mir kalt. Ich weiß nicht, ob ich mir eine Decke holen soll oder ein kühles Getränk. So. Und es kann sein, dass da so ein Wechselbad der Gefühle auf dich zukommt und du da gar nicht weißt, was du tun sollst. Ich würde dir tatsächlich jetzt im ersten Impuls raten, mach erstmal nichts. Ne? Diese Gefühle müssen sich erstmal legen. Bevor du irgendwelche Spontanhandlungen machst, die du später bereust, würde ich erstmal abwarten. Warte diese Vollmondenergien ab. Das wird sich relativ schnell widerlegen. Diese Emotionen werden alle abflachen und dann kannst du wieder klar und deutlich für die Zukunft planen, weil auch hier mit der Mondkarte, wir haben hier eine Karte, die ist sehr, die wirft häufig mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Das muss man leider sagen. Auf der einen Seite traut man sich nicht, auf der anderen Seite sieht man aber die Notwendigkeit. Und auf der einen Seite ich will und auf der anderen Seite ich kann nicht und schwierige Energie, ne? Von daher, wenn du da das Gefühl hast, du bist da überfordert und du schwankst so von einem Extrem ins nächsten, dann warte diese Energien bitte ab, ne? Weil ich würde mal fast sagen, man ist in diesem Zustand nicht zurechnungsfähig, ne? Da können eine Menge Entscheidungen passieren, die man später bereut. Sechs der Kelche. Hier ist auf jeden Fall, nochmal, guck mal, hier ist eine Entwicklung drin, ne? Von unverschüttetem Milchwein bis hin zu was, ja, was Besseres, ne? Also es entwickelt sich hier. Fünf Kelche, sechs Kelche. Das ist das Schöne bei der Sache. Du hast hier wirklich einen großen Entwicklungsschub vor dir und ich glaube, das wird dir auch gut tun. Ich glaube, das ist tatsächlich diese Heilung, die wird dir tatsächlich gut tun für dein weiteres Leben. Ja, da muss man dann einmal durch, ne? Das ist nicht schön, aber ich glaube, du hast auch keine Wahl. Aber wie gesagt, hab da keine Angst vor, es ist zeitlich begrenzt. Ich will noch mal eine Karte legen, wie sich dann das Ganze weiterentwickelt. Ich weiß, ich schon aus den anderen Legungen der anderen Sternzeichen. Diese Prozesse sind häufig nicht abgeschlossen, wenn der Vollmond vorbei ist, sondern sie bringen den Stein erst ins Rollen. Das ist auf der einen Seite natürlich schwierig, aber ich habe das Gefühl, das sind alles Sachen, die schon ewig im Dunkeln sind. Und die einfach dringend bearbeitet werden wollen und wo das Universum uns sagt, nee, die bringen mich jetzt hier nicht weiter. Ich möchte eine Karte aus der großen Arkana. Ich mische jetzt mal weiter, bis eine aus der großen Arkana fällt, weil ich habe hier, wie gesagt, dieses Gefühlsextrem noch ganz doll drin und so ganz, ganz schlimmes, mysteriöses. Wir schwanken und da sind jetzt alle Emotionen dabei, aber so richtig in der Entwicklung haben wir nicht. Nein, auch keine große Arkana-Karte. Ah, guck da. Die wollte ich haben. Beziehungsweise, das ist eine Karte aus der großen Arkana. Wir haben hier auf der einen Seite den Herrscher. Du kommst hier in die Herrscherposition und später kommst du noch mal weiter in die Herrscherposition. Das ist sehr schön. Also einmal der Herrscher und die Herrscherin. Und es wirkt tatsächlich so, wenn diese Energien vorbei sind, bist du wieder sehr viel gesitteter, gesettelter. Du findest wieder mehr den Boden unter den Füßen und du bist dann wieder, ja.
Also nicht mehr dieses Hin und Her. Ne? Hier bist du wieder in einer Position, wo du wieder selber bestimmen kannst, wo, ich sag mal nochmal das blöde Wort, nicht mehr unzurechnungsfähig bist, sondern sehr viel gereifter und sehr viel stärker als vorher. Das muss ich jetzt deutlich sagen. Also du kriegst hier die Oberhand schon über eine Situation, die schon lange in deiner Seele vor sich hin blutet und wehtut. Ne? Da kriegst du tatsächlich die Oberhand, aber gleichzeitig, es ist sehr, sehr anstrengend. Also wie gesagt, Chaos, Gefühlsachterbahn ohne Ende. Und dann, wenn die Vollmondenergien vorbei sind, dann ist das aber auch durchlebt und du kommst da stärker wieder raus, als du reingegangen bist. Ne? Und du wirst wahrscheinlich auch einen sehr viel klareren Blick haben auf die Dinge und du wirst wahrscheinlich auch gucken, dass solche Verletzungen, die so ewig lange in dir selber drin sind, ne, und dich immer so ein bisschen beeinträchtigt haben, dass die nicht mehr vorkommen. Ne? So, liebe Jungfrau, das war ein hartes Brett, was wir hier bearbeitet haben. Wenn du Fragen hast oder noch irgendwas unklar ist, schreib es mir bitte in die Kommentare. Ich versuche immer zeitnah zu antworten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch natürlich alles Gute und bis zum nächsten Mal.